Topfgucker TV empfiehlt. So, jetzt befinden wir uns unterhalb des Dresdner Kaffeestübchens und wir werden heute das Tiramisu mit dem Dresdner Kaffeelikör zubereiten. Wir beginnen. Wir haben unsere 6x Eigelb. Sie können das wunderbar im Rezept nachlesen. Und immer schön rühren. Zucker kommt dazu. Das ist nur wegen den Kalorien. Also wer sich auskennt, das hat fast was mit Pudding zu tun. Und immer rühren. Also wichtig ist immer rühren. Und Sie sehen, was reinkommt, ist Luft. Viel Luft. Und da wird ein bisschen mehr. Und man muss aufpassen, sobald es anfängt zu blubbern, kann es auch spritzen. Und wenn Sie das auf die Finger bekommen, das tut sehr weh. Aus den kleinen 6 Eigelb und ein bisschen Milch ist ganz schön Luft entstanden. Jetzt fängt es gleich an zu blubbern. Jetzt kurz aufkochen lassen. Rühren. Zack, und runter. Jetzt lassen wir es eine Minute kurz runterkühlen, dass es nicht mehr blubbert. Dann kommt es für eine Stunde im verschlossenen Zustand in den Kühlschrank. So, der nächste Schritt wäre, 4 Espressi zubereiten, dass sie auch auskühlen vorher. Und die 6 Löffel vom Dresdner Kaffeelikör. Machen Sie sich mal keine Gedanken, wenn es 7 Löffel wären. Außer Ihre Kinder, die dürfen dann nicht so viel zu essen bekommen. Also der Kaffeelikör, das Schöne an ihm ist, er ist einfach klar. Er wird hergestellt aus 80% Arabica, 20% Robusta, wird sorgfältig extrahiert und man hat keine Säure drin, weil nämlich der Kaffee über 20 Minuten geröstet wird. So, jetzt geht's weiter. Wir machen die Schlagsahne. Schlagsahne, das Wichtigste ist immer, die Vanilleschote muss mit rein. Einfach aufschneiden und dann das Mark der Vanilleschote rausholen. Die Vanilleschote brauchen Sie nicht wegwerfen. Einfach so zusammenfalten in ein leeres Marmeladenglas, Zucker drauf und schon haben Sie einen ganz leckeren, selbstgemachten Vanillezucker. Jetzt muss man natürlich die Schlagsahne dazu bringen. Aber vorher die Schlagsahne in den Kühlschrank. Und die Schlagsahne schön steif schlagen, wie man es von zu Hause kennt. Und hier kommt kein Zucker mit rein, weil den Zucker haben wir nämlich schon im Pudding drin. Jetzt ist die Schlagsahne geschlagen. Als nächstes brauchen wir unseren Pudding aus dem Kühlschrank wieder. Also wie gesagt, eine Stunde. Wir haben uns ein bisschen Zeit genommen. Jetzt ist die Stunde vorbei. So, Sie sehen, es ist ein richtiger, schöner Pudding. Und hier rein kommt jetzt unser Mascarpone. Mascarpone, wer es nicht weiß, ist ein Frischkäse mit nur etwas mehr Fettanteil. Das macht es natürlich lecker, weil Fett ist ja ein Geschmacksträger. Auch beim Kuchen, nicht bloß beim Steak. Natürlich verwenden wir Mascarpone hergestellt in Italien. So. Und jetzt muss man das nur alles miteinander vermengen. Und als nächstes bereiten wir unseren Löffelbiskuit vor. Wir haben unsere Form. Ist alles ausgerechnet, dass alles da auch hineinpasst. Außerdem, ich habe zu gut gerührt, dann ist zu viel Luft drin. Aber lieber zu viel als zu wenig. 2 Packungen Löffelbiskuit. Und Sie sehen beim Biskuit, eine Seite ist Zucker, die andere ist kein Zucker. Und die Seite ohne Zucker, die nehmen wir und tauchen sie kurz hier rein, abtropfen lassen
rum. Also nicht ertränken, sondern aufsaugen lassen. Weil wenn das immer alles matschig wird, dann hat man etwas mit dem Biskuit falsch gemacht. Da sieht man schön halbe. Jetzt geht's weiter. Wir haben Löffel Biskuit vorbereitet. Hier ist unsere Ei, Zucker, Milch, Mascarpone Creme. Die verteilen wir als erstes in einer Lage über unsere Biskuitschicht. Als nächstes kommt Schlagsahne drüber. Natürlich sehen Sie mit der Vanille drin. Man sieht, der hat sich wunderbar verteilt. Die kleinen schwarzen Pünktchen, das ist unsere. Jetzt kommt als nächstes wieder eine Lage Biskuit. Das kann man auch wunderbar in kleine Gläschen anrichten. Wenn man richtig viel Zeit hat, ne, könnte man sogar in diese Lage hier unten etwas braunen Zucker, den karamellisieren, wie beim Creme Brûlée. Und dadurch haben Sie noch so eine kleine Knackschicht im Tiramisu drin. So, und jetzt geht es wieder in der gleichen Tour weiter. Mascarpone-Schicht. So. Und jetzt nochmal Sahne. Also Sie sehen, eine Portion bringt locker den Tagesbedarf an Ihrem Kalorienhaushalt auf die Waage. Und jetzt kommt einfach nur noch drüber ungesüßtes Kakaopulver, weil ich denke mal, Zucker haben wir genug. Weil das Tiramisu muss dann 4 bis 6 Stunden, am besten 6 Stunden, in den Kühlschrank. Machen Sie es einfach über Nacht. Da kommen Sie nie auf die Versuchungen, davon zu naschen. Und das Wichtige ist, dass die Feuchtigkeit der Sahne den Kakao bindet. Weil sonst atmen Sie jedes Mal Kakaopulver ein. Jetzt sind wir fertig. Sie sehen schon, die Feuchtigkeit zieht schon in den Kakao rein. Mir hat man erklärt, dass der Geschmack so besser vom Kakao und dem Tiramisu sich verbindet. Ältere italienische Oma. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuschauen. Und Sie finden uns unweit der Frauenkirche in der Salzgasse 8 am Neumarkt in Dresden. Herzlichen Dank, Ihr Ralf Müller. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.